Liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge 7 Days to Die und wir können weitermachen im Bunker. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, was ich heute gerne mit euch zusammen verbauen würde. Hoppla. So, wir gehen mal runter. Und zwar habe ich, wie gesagt, die zwei Räume ein bisschen vergrößert, habe dann auch schon die Beete hingestellt, habe jetzt mal noch zwei neue Beete gemacht. Denn wir können da tatsächlich drei Viererreihen hinstellen, was sehr cool ist. So habe ich mir das vorgestellt. Hier sollen dann unsere Beete hin. Moment. Einmal hier noch. Und eins. Okay, da müssen wir noch ein kleines bisschen wegmachen. Zack. Und eins hier. Dann haben wir hier unsere Beete stehen. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Vielleicht machen wir da noch ein bisschen Grün drumherum. Hier können wir dann pflanzen. Und hier den Raum habe ich jetzt auch schon mal vergrößert entsprechend. So, wir stellen hier mal zu. Dahin, dahin und dahin. Hier hätte ich nämlich gern den normalen Boden dann. Okay, hier müssen wir noch ein kleines bisschen wegmachen. Es ist dann immer so ein bisschen Fuddelarbeit, aber das ist cool. Und hier möchte ich noch einen hin, dass das symmetrisch aussieht. Zack, und dann schließt es hier sauber ab. Naja, wobei. Jetzt schließt es symmetrisch ab. Hier möchte ich den Boden nämlich so belassen, wie er ist. Und dann kommen wir hier rein. Oh, das geht nicht. Das geht natürlich nicht. Können wir das irgendwo auffüllen? Geht das mit Stein aufzufüllen? Oh, das sieht natürlich blöd aus. So einen wirklichen Übergang kriegt man da nicht so hin, ne? Wie ich mir das vorstelle. Nein, doch so. So geht's. Nein, vielleicht kann man das hier irgendwie noch ein bisschen auffüllen. Das stört mich ein bisschen. Ansonsten ist der Raum auch fertig und hier sollen jetzt natürlich unsere Werkzeuge hin. Hier sollen die Betonmischer hin, hier soll die Schmiede hin, hier soll die Chemiestation, das Chemielabor hin. So. Größer muss es auch gar nicht sein. Aber es sollte schon einigermaßen symmetrisch aussehen. Zack. Weil ich denke, so kriegen wir das hier alles rein. Da, da. Und schon wieder leer. Der Tank. Ist ja unglaublich. So. Genau so stelle ich mir das vor. Perfekt. Perfekt, Leute. Und hier sollen jetzt natürlich unsere Sachen hin. Gucken wir mal. Oh, das ist schon riesig, das Ding. Aber das könnten wir doch schön hier, genau hier hin. Und wenn wir dann die Schmieden. Und die könnten wir auch schön da in den Ding reinbauen. Gut, hier geht's dann nicht mehr. Eins. Zwei. Drei. Perfekt. Und auf die andere Seite die Betonmische. Eins. Komm her. Zack. Perfekt, Leute. Und dann haben wir hier noch Platz für eine Werkbank. Super. So habe ich mir das vorgestellt. Sehr cool. So, was brauchen wir denn hierfür? Hier brauchen wir... Haben wir ein bisschen Kohle einstecken? Nee. Wir brauchen hier tatsächlich nur Schiefer für. Aber wir haben ein bisschen Holz einstecken. Und pack das mal hier rein.
Stapel Benzinkanister 10.000. Könnte ich 2 Stück machen von. Ah, perfekt, Leute. Haben wir 20.000 Benzin. Das ist ja richtig gut. So. Hervorragend. Und das heißt, wir können die Dinger hier auch mal starten. Jetzt ist die Frage, was brauchen wir? Jawohl. Warten wir lieber. Hier haben wir... Hier sollen dann Betonmischungen entstehen. Ja, super, Leute. Was hab ich denn da weggeschmissen? Holz. Halt. Warum habe ich das Holz hier weggepfeffert? Ja, sehr cool. Dann haben wir sogar immer noch Ölschiefer. Oh, das lohnt sich. Das lohnt sich, da mal fix rüber zu fliegen. So, dann würde ich aber sagen, wir gucken, dass wir hier noch was gepflanzt kriegen auf jeden Fall. So, hier machen wir aber erstmal den Boden fertig. Zack. Das ist die Frage. Hier müssen wir natürlich noch zumachen. Habe ich denn das Teil? Da hinten habe ich es hier. Aber haben wir auch noch ein kleines bisschen... Ne, haben wir nicht. Weil uns fehlt Zement. Aber habe ich nicht hier noch drin? Wow, kein Zement mehr. Das liegt, glaube ich, drüben, ne, im Haus. Weil das müssten wir noch zumachen, die zwei. Komm, das machen wir. Wir haben ja Zeit. Wir gehen jetzt darüber, holen das gemütlich. Und dann nimmt der Bunker Form an. Das ist richtig cool. Dann haben wir das schon so weit. Dann kann ich die Sachen vom Haus hier runterholen. Und dann geht's an den Trichter oben für den Bunker. Aber hier haben wir gerade irgendeinen Bug. Irgendein Bug ist hier gerade. Ach ja, und wir haben ja diese 58 Minuten noch, wo ich da getroffen wurde. Das könnten wir natürlich auch mal... Da müssen wir Vitamine nehmen. Wir haben ja hier eh alles voll. Wo sind denn die? Hier Vitamine. 3 Stück. Zack. Und schon ist es geheilt. Perfekt. Bei Material, glaube ich, haben wir. Ja. Sorry, Leute. Kurzer Cut. Ich musste niesen. So, also. Dann haben wir... Wow, nicht da runterfallen. Es ist schon wieder 20.47 Uhr, Alter. Das geht so schnell, wenn man hier am Rumwerkeln ist. So. Dann haben wir das jetzt auf jeden Fall schon mal fertig. Das ist ja geil. Das ist cool, wenn es vorwärts geht. Wir stehen auch schon wieder kurz vor einem Level up. So, dann können wir das und das noch fix zumachen. Zack, da ist der Level up auch schon. Und dann setzen wir jetzt hier die Blöcke noch. Dann haben wir hier auch einen sauberen Übergang. Da noch einen rein. Da rein, da rein. Hier rein. Jetzt ist die Frage, machen wir hier natürlich noch weg. Geht immer noch nicht. Dieses unsauberen Übergänge, die... Ja, aber die werden wir halt drin haben, ne? Wird nicht anders gehen. Wird, glaube ich, gar nicht anders gehen. Schon ein bisschen sauberer hin. Und es soll ja so aussehen, als wäre das so mit einem verbunden, ne? Dass das so ein bisschen in die Wand reinragt. Ja, dann können wir hier noch ein bisschen sauberer die Geschichte sauberer machen, aber dann haben wir das wenigstens schon mal hier so ordentlich fertig gebaut. Das ist ja also unser Bunker. Hier geht's dann weiter. Licht brauchen wir natürlich noch. Hier geht es dann an die Beete. Und dann geht es hier weiter. Dann haben wir hier unsere kleine Werkstatt. Sehr cool. Dann müssen wir das alles einfach noch verdrahten. Und dann passt die Geschichte, Leute. Dann passt es. Sehr cool. Das ist sehr cool. So, pass mal auf. Hier brauchen wir noch einen Motor. Können wir aber schon mal nachtanken. Das ist schon mal okay. Hier drin das Licht funktioniert, richtig? Ja. So, und dann haben wir hier im Notfall unsere Stellung, wo wir uns noch
zu guter Letzt einschließen können. Jetzt ist die Frage, wie viel Sprit verbraucht der denn? Wenn wir hier mal kurz drauf. Ich glaube, der läuft lange, ne? Ah, ich glaube, der läuft schon lange. So, passt mal auf, dann können wir aber hier noch kurz. Die Beschriftung anbringen. Dann würde ich schon fast sagen, machen wir vorne gleich mal Waffen und Munition. Munition. Sehr cool. Dann haben wir hier Material. Und dann können wir anfangen, das hier nach und nach rüberzuholen. Sehr cool, Leute. Material, dann nehmen wir das hier aber mal Rohmaterial. Rohmaterial. Material fertig, nenne ich es einfach mal. Das sind so Sachen wie die Blöcke. So wie. Schließen. In die Kiste. So wie das hier zum Beispiel. Oder auch das hier. Das würde ich dann als Material fertig benennen. Und dann haben wir hier natürlich normales Material. Das, das, das. Stein, Lehm. Geschmiedetes Eisen ist dann auch schon wieder fertiges Material. Die Sachen hier rein, das kann hier rein. Ölschiefer ist Rohmaterial. Dann haben wir hier, was hatte ich eben gesagt? Geschmiedetes Eisen ist natürlich fertig. Ja, so machen wir das. Der Trader macht gleich zu. So, und hier brauchen wir natürlich dann mal noch Motor und so weiter. Dann könnten wir ja schon fast noch zwei Generatoren bauen. Zumindest einen Generator. Ich glaube, einen Generator werden wir noch brauchen. Um überall Licht zu bringen, weil mit Fackeln will ich da nicht arbeiten. Wir haben jetzt einen Generator, wir haben jetzt extra Ölschiefer, wir produzieren genug Benzin. So, dann würde ich sagen, den Schlafsack nehmen wir mal mit. Wir packen das mal alles mit ein. So, und kriegen wir das auch alles rüber? Kriegen wir. Perfekt. Ist die Frage, ein Generator. Konnte ich den nicht hier bauen? Doch. Bin doch hier, ne? Batteriebank. Hier, Generator. Geschmiedetes Eisen, Maschinenteile, okay. Also, da muss ich hier nochmal bauen. Haben wir hier Waffen und Zubehör, Landwirtschaft. Ach, da wollte ich ja mitnehmen. Jetzt habe ich das hier alles voll gekloppt, ne? Ich halt. Pass mal auf. Wir nehmen mal mit die Kartoffeln. Wir nehmen mit Kaffee. Luca. Kürbis. Eichelsamen. Naja, gut. Chrysantheme. Baumwolle. Pilze. Die können wir doch da rundherum wachsen lassen. Und Maismehl. Kann man Maismehl. Ich glaube, Maismehl ist nicht zum Pflanzen, ne? Nee, das kann man essen. Ich dachte eigentlich die ganze Zeit, wir könnten Mais irgendwie. Da haben wir aber Aloe Vera Samen. Kaffeesamen. Wir haben Kaffeebohnen brauchen wir nicht. Kartoffel, aber ich glaube, da brauchen wir auch Kartoffelsamen, ne? Rezept Heidelbeersamen. Okay. Na komm, wir gehen jetzt erstmal das setzen, was wir haben. Und dann habe ich ein bisschen Zeit in der Aufnahmepause dann
zu verräumen, beziehungsweise wir können das natürlich auch gerne ein bisschen zusammen machen. Ich muss ja nicht alles alleine machen. Ne? Ein bisschen was können wir ja zusammen machen. So, dann haben wir Tag 18, 21. Alter, da kommen wir dicke mit hin, Leute. Da kommen wir sicherlich mit hin, dass wir das noch alles hier. Der Durchgang ist auch noch nicht so optimal. Den müssten wir auch noch ein bisschen anpassen. So, jetzt habe ich gar keinen Motor. Doch. Natürlich habe ich einen Motor dabei. Doch eben alles rausgeholt, siehst du? Zack, es werde Licht. Und hier sehe ich gerade was. Die Nagelpistole, da müssen wir hier noch. Ich muss das immer gleich machen, sonst vergesse ich's. Sonst vergesse ich's. Haben wir jetzt noch Beton einstecken? Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Das hatten wir jetzt hier bei... So, jetzt aber. Genau, jetzt sieht es hier einheitlich aus. Sehr cool. Sehr cool. Und dann brauchen wir natürlich hier noch ein bisschen Licht und da hinten drin selbstverständlich auch. So, jetzt bin ich aber mal sehr gespannt. Heidelbeersamen, Kürbissamen, Luca-Samen. Haben wir hier einmal Heidelbeer. Das nicht hier reinsetzen. Warum kann ich das jetzt hier nicht setzen? Wahrscheinlich, weil es... Ah, kann ich das hier unten gar nicht pflanzen? Oder liegt es daran, dass ich höher machen muss? Und Leute, lasst mich das mal kurz checken. Es ist ja kein Problem, wenn das hier größer wachsen muss. Das verstehe ich. Liegt das jetzt am Licht oder liegt das tatsächlich daran? Das ist jetzt dubios. Oder müssen wir hier natürlich auch Licht hinpacken? Das kann natürlich sein. Ich weiß es nicht. Sein, weil es hier kein Licht hat, ne? Weil es hier unten einfach zu dunkel ist, dass es was zu wachsen, dass es wächst. Okay, Leute, da muss ich mich nochmal informieren, da muss ich mich nochmal schlau machen. Ob das daran liegt, wir könnten natürlich jetzt hier Licht hinsetzen. Guck mal, wie hell das jetzt hier ist. Da ist fast schon zu hell, ne? Es ist fast schon zu hell. Naja, egal. So, pass mal auf, wir nehmen das hier natürlich mal alles noch raus und packen hier mal rein. Munition. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So, dann haben wir hier die Munition, Magnum-Munition. Dann hätten wir hier unsere AK-47. Mittlerweile auch schon drei Stück. Krass, wobei wir... Brauchen wir drei? Ich würde schon fast sagen... Die und die scrappen wir, die behalten wir. Weil ich glaube, da kriegst du Maschinengewehrteile raus, genau. So, dann haben wir hier einen Compound-Bogen. Die Donnerbüchse benutzen wir ja überhaupt nicht mehr. Die nehmen wir auch auseinander. Dann haben wir hier einen Mod drin. Den nehmen wir natürlich raus. Und behalten hier auch die beste. Und zwar die 5er ist aktuell die beste, die wir haben. Dann können wir die hier scrappen und die hier auch. Sehr schön. Dann haben wir hier noch ein bisschen Munition.
Haben wir hier Gewehr. Dann haben wir hier eine Armbrust. Hier haben wir die Geschichte noch. Dann ist hier Munition. Ein Eisenvorschlaghammer hebe ich auch die ganze Zeit aus. Brauchen wir überhaupt nicht eigentlich. Das können wir scrappen. Hier haben wir leider nur 1er Schusswaffen. Da könnten wir aber bessere bauen, denke ich. Den Bogen können wir ausscrabben. Dann haben wir hier noch die Hammer-Geschichte. Dann haben wir Rohrbomben. Haben wir hier noch Munition? Naja, kriegen wir Schrotflintenteil. Das können wir dann für die Fallen benutzen, ne? Hier haben wir Bewegungssensor, den habe ich schon mal gebaut. Die Geschichte haben wir hier. Sehr schön. Dann haben wir hier natürlich alle möglichen Arten von Mods, die ich unbedingt ausprobieren muss. Leg die jetzt mal hier rein, weil ich schleppe die ganze Zeit hier rum und nutze die Sachen gar nicht. Dabei bringen sie wahrscheinlich viele Vorteile. So, dann haben wir hier noch Molotow-Cocktails. So, und auch hier, da haben wir einen 3er Schraubenschlüssel. Die brauchen wir nicht mehr wirklich. Die können wir scrappen. Die brauchen wir, glaube ich, zum Bauen von... Deswegen habe ich die aufgehoben. Von einer Werkbank, meine ich. So, dann haben wir hier... Fahrzeuge und Teile. Da kommt natürlich rein unser Helikopter, unser Taschenmotorrad, unser Fahrrad. Dann haben wir hier die Motoren. Dann haben wir natürlich hier, na, Benzin machen wir glaube ich separat. Dann haben wir die Geschichten hier. Dann haben wir hier unsere Batterien. Mittlerweile auch bessere. Sehr schön. Okay, Leute. Ach ja, das dürfen wir jetzt natürlich nicht vergessen. Zuallererst setzen wir uns hier mal einen Schlafsack. Zack. Dass wir das haben, nicht, dass wir es vergessen. So, jetzt ist natürlich die Frage, kriegen wir das hier hinten nicht? Das interessiert mich jetzt wirklich. Ich glaube, das liegt tatsächlich daran, weil es zu dunkel ist, ne? Kann das sein? Das muss ich aber nochmal recherchieren, Leute. Das muss ich nochmal recherchieren. So, dann würde ich sagen, bauen wir hier rein Werkzeug. So, und da können dann die Geschichten rein. Hier kann die Axt vorbei. Komm, wir heben es mal auf. Ich tue mir das schwer. Das kommt hier rein und das kommt hier rein. Der Erdbohrer kommt natürlich hier rein. Die Schaufeln kommen hier rein. Die Axt kommt hier rein. Nagelpistole. Unsere Isolierzangen. Sehr geil. Oh, da haben wir noch eine Mine. Eine Bonbon-Dosenmine. Kommt natürlich auch hier dazu. Fackel. Ah, wartet mal. Können Sie ja mal ausprobieren. Wir könnten ja mal da vorne eine Fackel spaßeshalber hinsetzen. Ja, das sieht nichts aus. Das sieht nichts aus. Hier in die Wand vielleicht. Genau, so. Nee. Ich glaube, wir haben hier Pech. Hier wächst es wahrscheinlich hier unten nicht. So wie ich mir das vorstelle. Das ist schade. Wächst wahrscheinlich nur im Freien. Ich weiß gar nicht, ob das früher ging in den älteren Versionen. Oh, ein Stapel Benzin ist schon fertig. Der andere auch gleich. Ich weiß gar nicht, ob das früher ging. Dass man das so unter Tage... Das ist schade vielleicht. Ich gucke, ich recherchiere da aber nochmal. Ich gucke nochmal, ob das Internet dazu was weiß. Wenn ihr natürlich was wisst, gerne unten in die Kommentare.
So, wo waren wir denn? Hier, Fahrzeugteile. Dann haben wir hier Material roh. Da kommt natürlich rein sowas wie Schießpulver natürlich nicht. Nitrat. Die Geschichte. Verrottetes Fleisch packen wir hier dazu. Nitrat. Bruchsand ist Rohmetall. Das ist Öl. Benzin lege ich da mal nicht rein. Nägel sind ja dann schon wieder fertiges Material. Aber hier können ja eigentlich auch solche Sachen dazu, ne? Ist ja auch Rohmaterial. Das natürlich. Holzstühle habe ich extra mal für hier unten aufgehoben. Einen Bewegungssensor brauchen wir natürlich. Holz kann hier rüber, das kann hier rüber. Die Nägel sind dann schon wieder Fertigmaterial. Okay, Leute, also hier werde ich dann auf jeden Fall ein kleines bisschen sortieren und werde das alles ordentlich hier reinpacken. Dann haben wir hier noch das und Schrotflintenteile können hier rüber. Die Geschichten können hier rüber. Es ist echt unglaublich, was wir schon alles haben. Das kommt dann unter Kleidung, würde ich sagen. Maschinengewehrteile. In Ordnung. Das muss natürlich noch hier rüber. Also, das ist jetzt auf jeden Fall mal eine große Sammelrunde. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge. Ja gut, der Sprit hält hier wirklich lange. Das ist, Gott sei Dank brauchen die Generatoren dann nicht so viel. Guck mal, wenn du das einmal voll machst. Es läuft eine Weile. In Ordnung, Leute. Dann sehen wir uns zur nächsten Folge, wenn ihr mögt. Dann mal gucken. Ich versuche mal hier rauszufinden, warum das jetzt hier unten nicht wächst. Und ich versuche natürlich auch noch ein bisschen Strom zu legen, sodass wir dann spätestens nächste, übernächste Folge aller spätestens dann an den Trichter oben kommen. Dafür werde ich das Material und so weiter mal vorbereiten. Damit wir da beim nächsten Blutmond an Tag 21 dann vorwärts kommen. Also, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.